Wir suchen Sternzeichen. Schütze. Schütze, ja. Revi anrufen. Komm, da mal. Ich hab dich einfach. Schütze. Was geht? 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 Was geht, Alter? Was geht? Na? Darf ich ganz kurz erklären? Hat jemand einen Clip von gestern Abend? Ich möchte ganz kurz erklären, was gestern Abend passiert ist. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was gestern Abend passiert ist, ja? Hast du gestern Lampenfieber gehabt? Nein, ich erkläre es euch, warum ich gestern so dumm Schütze gesagt habe, Digga. Das war ja wirklich todeslost. Ich hab's erst im Nachgang gecheckt, Digga. Ich brauche einfach nur einen Clip. Warte, ich brauche einen Clip von Amar. Komm, den gibt's doch bestimmt, oder? Da, hier, passt auf. Also, ganz kurz. Lasst mich jetzt erklären, warum ich gestern Abend so braindead war, okay? Hört genau hin. Ich hab WhatsApp von der richtigen von nichts. Danke. Achso, ja, stimmt. Wenn ich fragen soll. Ja, stimmt. Ja, nee, es wollte ich noch was. Ich hab dich einfach. Schütze. So, das Ding ist, Leute, das Ding ist, passt auf, als ich da gestern Abend in dieser Show war, meine zwei Mitbewohner waren basically da, ja? So, und ich saß quasi da drin und es gab so ein doppeltes Delay. Das heißt, alles, was ich gesagt habe, habe ich quasi doppelt und dreifach gehört. Check hier, was ich meine. Ich habe quasi alles doppelt und dreifach gelesen, ja? Ach, gehört. So, im Hintergrund das hatte 10 Sekunden Delay und es ging ja darum, dass ich halt die Auflistung quasi von den Antwortmöglichkeiten nicht sehen konnte, weil diese Kameraperspektive von mir davor gelegen hat, ja? Und ich habe gar nicht gecheckt, dass die gesagt haben, yo, Schütze steht schon drin. Und ich habe gar nicht verstanden, dass Schütze schon überhaupt da drin ist in der Auflistung, dass das schon gesagt worden ist. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, ich habe quasi einfach nur wiederholt, was der gesagt hat und habe gar nicht verstanden, was da los war, Alter. Hört mal den Sound, dann hört man das. Schütze, guter Call, guter Anruf beim Revi, den haben wir schon. Oh mein Gott, ja. Revi. Er hat noch nicht eingeloggt. Er hat gefragt. Was? Nein. War nicht eingeloggt. Okay, man darf nur einen nennen. Wollen wir sagen noch Revi mal, hat Schütze gesagt, ihr könnt noch einen... Digga, das Ding war, Leute, es war nicht lost. Meine zwei Mitbewohner haben das geschrien, aber ich habe alles doppelt und dreifach gehört. Und diese Aufsicht hier, das hier, ich habe es nicht richtig sehen können. Ich habe es nicht richtig sehen können, Chat. Mann, ich habe das ja auch nicht mit Absicht gemacht oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und Max sagt so, willst du einloggen? Ich sag, doch, ich log ein. Ich log ein, weil ich habe nur verstanden, einloggen. Und ich so, doch, einloggen. Und es war alles so mit Hall und Reverb und so. Und es war alles so todesverwirrend, Alter, dass ich nicht verstanden hab, was da los war. Es war einfach nur so verwirrend für mich, Mann. Ich habe nichts verstanden. Guckt mal, ihr müsst euch vorstellen, in meinem Handy sah das so aus. In meinem Handy sah das quasi so aus. So sah das in meinem Handy aus. Ich habe das gar nicht gesehen, was da quasi stand. Ich habe gar nicht gesehen, was da stand. Versteht ihr, was ich meine? Und dann noch doppelt und dreifacher Sound. Und ich leg auf und ich schaue nur so in den Chat und sehe so, hä? Alle schreiben Omega-Lol, Digga. Alle schreiben Omega-Lol. Meine zwei Mitbewohner gucken mich an. Digga, bist du dumm? Ich so, hä, was denn? Und die so, ja, Bro, warum sagst du Schütze? Wir haben die ganze Zeit Steinbock gesagt. Und ich habe es in dem Moment nicht gecheckt. Ich habe es in dem Moment einfach nicht gecheckt, Digga. Ich habe es nicht gecheckt. Alle am Omega-Lol-Spam, Digga. Omega-Lull, Digga. What the f***? Guckt, wie schon wieder, Digga, wie lost ich schon wieder bin, Alter. Das ist wirklich einfach sehr, sehr dumm gelaufen. Es war nicht hundertprozentig. Und das Beste an dieser Geschichte ist, Leute, das Beste an dieser Story ist, ich krieg gestern um 2 Uhr nachmittags, kriege ich eine E-Mail, eine Nachricht. Hi Revi, hier ist Leon von Media Total. Darren hat mir deine Nummer weitergeleitet. Du bist ja heute Abend Joker für die Trimax-Show. Digga, ich wusste davon gar nichts. Ich wusste davon nichts. Ich wusste nicht mal, dass ich in dieser Show teilnehme. Trimax hat mir nichts gesagt. Der hat mir nichts gesagt. Der hat mir nichts gesagt. Gar nichts wusste ich. Ich wusste nichts. Ich wusste gar nichts. Und dann sitze ich da abends und er sagt zu mir, um 10 Uhr bist du dran. Um 10 Uhr bist du dran. Und eigentlich hätte ich gestern Abend noch ein Date gehabt. Ich hätte gestern Abend eigentlich noch ein Date gehabt und habe das dann so, ja, okay, ich bin hier Joker. Ich verschieb das dann so. Wisst ihr, ich habe so gesagt, ja, komm, scheiß drauf, Digga, scheiß drauf, verschieben wir das Date. Passt schon. Und dann bin ich in dieser Show mit anderthalb Stunden Verspätung bin ich in der Show. Ich bin mit anderthalb Stunden Verspätung bin ich dran, ja? Und dann sage ich eine Antwortmöglichkeit, die da schon gestanden hat, weil alles so verwirrend für mich gewesen ist. Das ist alles so, Digga! Ey! Schütze!
Und ich denke mir so, warum schreibt der Chat Omega-Lull? So, was ist los? Was habe ich falsch gemacht, Digga? Was habe ich falsch gemacht? Unangenehm. Einfach nur unangenehm. Und ich hatte, das muss ich auch dazu sagen, ich hatte 3 Bier-Intos. Aber das war noch nicht so, dass ich jetzt komplett Kafalesch gewesen wäre oder sowas. Ja, Hungriger Hugo, Digga, Hungriger Hugo muss gestern mit dieser Show, ich sag's euch, Leute, Hungriger Hugo saß gestern mit dieser Show, saß der so. So saß er da, so. Digga, der hat so viele Clips hat der bekommen, Junge. Der hat so viele Clips hat Hungriger Hugo gestern bekommen. Hungriger Hugo hat Content für 3 Monate hat der, Digga. Content für 3 Monate hat Hungriger Hugo. Junge, Junge, du hast gestern den Clip für eine Ewigkeit geschaffen. Es war, das ist das Ding, es war nicht mal meine Absicht. Ich, Junge. Ich hab's nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Hungriger Hugo ist dann endlich satt. Ja, wahrscheinlich, Alter. Naja, ohne Witz. Mein Bruder, der saß vor mir, meinte so, hey, bist du dumm? Hast du es denn mit Absicht gemacht? Ich so, was denn? Und ich habe erst verstanden, dass ich was falsch gemacht habe, als ich schon wieder aufgelegt habe. Schaut mal bitte, wie ich gucke. Guck mal, wie ich gucke. Ich hab nicht realisiert, dass ich was falsch gemacht habe. Hab ich nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich leg auf und mein Bruder und mein Mitbewohner gucken mich an. Sag mal, Digga, bist du dumm? Bist du dumm im Kopf? Und ich so, was ist denn los? Und die so, Bro, warum sagst du Schütze? Ich so, hä? Die wollten Sternzeichen wissen. Es sah so aus, als würdest du trollen. Trimax hat mir auch gesagt, hä, Digga, was ist los? Aber es, wenn ich es mit Absicht gemacht hätte, ich hätte mir so auf die Schulter geklopft. Aber ich war einfach nur dumm. Schaut euch bitte nochmal meinen Gesichtsausdruck an, bitte. Ihr hört es da, es klingt so doppelt und dreifach. In meinem Handy kam der Sound 4-fach raus. Alles, was ich gesagt habe, habe ich mit Rückkopplung gehört. Ich habe nicht verstanden, was die Moderation oder Trimax gesagt hat. Achso, ja, stimmt. Ich hätte ihn fragen sollen. Ja, stimmt. Ja, nee, es konnte mir was sagen. Schütze, guter. Seht ihr das in meinem Gesicht? Ich war überzeugt, dass die Antwort richtig ist. Paul, guter Anruf beim Rewe, den haben wir schon. Oh mein Gott, ja. Rewe. Er hat noch nicht eingeloggt. Er hat gefragt. Was? Nein. War nicht eingeloggt. Ich log ein. Und ich sag sogar, doch, einloggen, weil ich mir wirklich sicher war, dass es richtig ist. Weil ich das nicht gesehen habe. Wollen wir sagen noch? Rewe hat Schütze gesagt, ihr könnt noch einen anderen Joker nehmen. Er darf jetzt keinen weiteren Tipp geben. Daniel, danke schön für deinen Sub. Guck, ich dachte wirklich, ich hätte geholfen. Guck mal, als ob ich dann so grinse. Aber hab ich nicht. Ich hab einfach reingeschissen, ohne es zu wissen. Und ich dachte, ja, du hast eine Aufgabe. Sag ein Sternzeichen. Ist falsch. Mir war das danach so unangenehm, Chat, das müsst ihr mir glauben. Ich saß danach so auf dem Sofa, ich dachte so, nein, und... Junge. Naja, auf jeden Fall, all in all, gute Show, Max und Amar. Beim nächsten Mal sehe ich mich als Kandidat und da werde ich auf jeden Fall delivern. Da werde ich nicht so peinlich und dumm sein. Nächstes Mal als Kandidat. Vor 200.000 Leuten muss man sich mal reinziehen, Digga. Wir haben alles durchkalkuliert in meinem Kopf. Ich habe zu meinem Mitbewohner gesagt, stell dir vor, die Kamera geht an und man sieht nur so einen Pimp. Wir haben alles so, haha, im Kopf haben wir so Jokes gemacht, haben wir so, haha, hihihihi, haben wir so gesagt, stellt euch mal vor, das und das passiert. Und dann passiert auch noch so eine Scheiße, Digga. Also wie, nochmal, man muss überlegen, ich war einfach dümmer als Trimax. Und das nach 2 Bier. Ich habe nichts gemacht, 2, 3 Bier habe ich getrunken, mehr nicht.